Hallo und herzlich willkommen zu Handwerk erzählt, einem Erzählprojekt von Rohnstock-Biografien. Rohnstock-Biografien ist ein Unternehmen aus Berlin, das Lebensgeschichten, Familiengeschichten und Firmengeschichten aufschreibt und in Erzählsalons, einem speziellen Format, das wir entwickelt haben, den Erfahrungsaustausch fördert. Ich bin Katrin Rohnstock, die Inhaberin der Firma und die Leiterin unseres Erzählprojektes Handwerk erzählt – zwischen Tradition und Zukunft. In den letzten 2 Jahren luden wir unterschiedliche Handwerker zu insgesamt 30 Erzählsalons in Thüringen und Sachsen ein. Unterstützt hat das Projekt der Bundesbeauftragte für die neuen Länder. Die Handwerker haben wir gebeten, zu erzählen von ihrem Weg ins Handwerk und wie sie Meister ihres Faches geworden sind. Sie erzählen von ihrer Leidenschaft zu ihrem Beruf, von ihren Sorgen und von ihren Wünschen für die Zukunft. Etwa 130 Handwerker sind unserer Einladung gefolgt. Etwa 100 dieser Erzählungen haben wir aufgeschrieben. Doch wir möchten diese Erzählung hier in unserem Podcast mit dir teilen, sodass du sie also auch lebendig nachhören kannst. In dieser Episode teilen wir mit dir unser Einzelinterview mit dem Moritzburger Orgelbauer Christoph Rühle. Christoph Rühle wurde 1980 geboren und das Handwerk wurde ihm praktisch in die Wege gelegt. Sein Großvater und sein Vater waren bereits Orgelbauer. Vor 13 Jahren nun hat Christoph Rühle die Fäden der Firma in der Hand und führt eigenständig das Familienunternehmen mit 3 Mitarbeitern. Neben der Arbeit ist er auch Innungsobermeister der Musikinstrumentenbauer Innung. Zu Beginn seiner Geschichte erfährst du, wie alles seinen Anfang nahm und wie Rühles Großvater die Familientradition ins Leben rief. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. War das von Anfang an klar, dass sie Orgelbauer werden? Oder gab es da? War zumindest der Plan. Was heißt schon, es ist klar, es war zumindest der Plan und den habe ich schon auch ein Stück weit so verfolgt. Es hätte auch irgendwie anders kommen können. Es hätte irgendwas dazwischen kommen können oder dass man doch feststellt, ach, was anderes macht auch viel Spaß. Aber ja, es hat Spaß gemacht, es macht immer noch Spaß. Und haben Sie als Kind schon Orgel gelernt? Man muss doch auch Orgel spielen können, oder? Man muss nicht zwingend Orgel spielen können, es hilft natürlich ungemein. Ich sage immer, es ist zumindest gut, oder man muss auf jeden Fall erstmal die Tasten können und sagen, das ist C, das ist F, das ist A, das ist wieder das nächste C. Und die anderen ganzen anderen Töne sollte man auch können. Und man sollte natürlich möglichst auch wissen, wenn ich jetzt ein Notenblatt vor mir habe und eine Note sehe, ist das jetzt von mir aus das G und dafür muss ich diese Taste drücken. Das sollte man schon können. Man muss jetzt nicht flüssig spielen können. Das, was man zum Ausprobieren braucht, das schafft man in der Regel auch so. Und dazu habe ich noch eine ganze Weile Klavierunterricht gehabt. Also das heißt, Sie können spielen oder können Sie spielen? Ein bisschen spielen kann ich schon, so wenn ich die Kirche dann für mich habe und alleine bin, dann klimper ich auch mal ein bisschen, um dann mal eben schnell ein flüssiges Stück zu spielen. Das ist nicht meins, das überlasse ich dann den Profis. Verstehe. Sind Sie mit dem Vater schon als Kind zu den Orgeln gefahren? Oder? Zum einen habe ich ja mein Kinderzimmer hier auf dem Hofhaus gehabt. Sprich, ich habe ja immer sowieso alles ziemlich live mitbekommen. Und dann bin ich in Ferien schon viel mit unterwegs gewesen. Als kleineres Kind hatte ich hier in der Werkstatt auch noch eine kleine Kinderholbank dastehen. Die gibt es auch immer noch. Ja, und wenn es irgendwas zu basteln gab, da habe ich das natürlich auch gerne hier gemacht. Der Opa war Tischlermeister, ausgebildeter B-Kirchenmusiker. Und gelernter Orgelbauer und hatte 1932 immer noch keine Arbeit. Und da sagte ihm jemand, naja, Herr Rühle, machen Sie sich doch selbstständig. Gut, gesagt, getan. Damals in seinem Elternhaus und seine erste Arbeit war, die er als Selbstständiger ausgeführt hat, war die Restaurierung eines Orgelpositivs, was im Privatbesitz des Prinzen Ernst Heinrich hier in Moritzburg im Schloss stand. Das Instrument gibt es immer noch, inzwischen in Dresden-Pillnitz im Kunstgewerbemuseum im Schloss. Ich habe es einmal gesehen vor 4 Jahren, 5 Jahren, als es mal wieder restauriert worden ist bei einem Kollegen in der Werkstatt. Da bin ich durch Zufall mal dort gewesen und habe es mal gesehen. Aber im ganzen kompletten Zustand mit Pfeifen drin und so weiter habe ich es noch nie gesehen. Dann ist mein Opa nach dem Zweiten Weltkrieg, also kam dann 47 aus Kriegsgefangenschaft zurück, hat dann an einem anderen Standort hier in Moritzburg die Werkstatt wieder eingerichtet, eine damals stillliegende Tischlerei. Das Gebäude gibt es inzwischen auch nicht mehr. Und ist dann 1964 hier in die Räumlichkeiten eingezogen. Hatte das aber 1938 schon gekauft.
Das musste halt alles erstmal umgebaut werden. Das, man sieht es ja, von, wenn man drin reinkommt, das war früher mal ein Bauernhof, Bauernhaus, Auszugshaus für den alten Teil und das hier die Scheune. Hat er dann halt entsprechend umgebaut zur Werkstatt, da wo jetzt das schöne große Fenster ist, war früher das Scheunentor. Ja, seitdem sind wir halt hier in der Werkstatt. Und hat er ganz alleine gearbeitet oder hatte der... Zu der Zeit hat er noch nur mit meinem Vater zusammengearbeitet. Dann haben sie ab Anfang der 70er Jahre einen Mitarbeiter gehabt, der bis Ende der 70er Jahre da war. Und dann kam 1980, am 1. oder am 2. Januar 1980 hat dann ein Mitarbeiter angefangen mit der Ausbildung hier, der heute immer noch da ist. Ach ja? Also ja. Nicht alleine, sondern zu zweit? Wir sind zu viert sogar streng genommen. Genau, und dann kam noch 1983 ein zweiter Mitarbeiter dazu, der auch immer noch da ist. Ich im Augenblick als Jüngster. Und hat Ihr Vater es beim Opa gelernt? Dann hat mein Vater beim Opa erst gelernt, war dann aber trotzdem noch auf Wanderschaft bis nach Bonn bei der Firma Kleis. Dort hat er ein Jahr gearbeitet, dann hat er mal noch hier geguckt und da geguckt. Mhm. Und ist dann wieder hierher zurückgekommen und hat das dann 1987 aber erst übernommen. Also mein Opa hat das ganze stolze 55 Jahre lang betrieben. Dann habe ich das 2007 zum Anfang des Jahres übernommen. Haben Sie denn mit Ihrem Vater parallel hier auch noch gearbeitet? Ich habe mit meinem Vater noch knapp 2 Jahre parallel gearbeitet, also wo er noch Chef war. Und dann war es natürlich die ersten Jahre, nachdem ich die Werkstatt dann von ihm übernommen habe, war er trotzdem da. Dann konnte ich ihn natürlich auch unheimlich viel fragen. Das habe ich natürlich auch reichlich gemacht. Und dazu hatte ich damals natürlich auch 3 Mitarbeiter, die damals auch schon sehr erfahren waren. Ich frage die auch heute noch Sachen, wie würdet ihr da rangehen, wie würdet ihr das machen? Genauso fragen die mich auch Sachen nach dem Motto, du warst doch da bei der Weiterbildung, wie sollen wir das machen? Hast du dir da Gedanken gemacht? Und man spricht natürlich auch heute noch immer im Kollegenkreis, wie macht denn ihr diese? Und mit dem Vater, die Übergabe war aber nicht schwierig, weil das ist ja bei vielen... Die war auch relativ unkompliziert. Ja. Da gab es dann einfach, wurde auch wirklich ein klarer Schnitt gemacht. Und das lief eigentlich sehr unkompliziert. Ja. Und da gab es eigentlich keine negativen Rückmeldungen. Ja, und das ist gut, ja. Mhm. Und macht das jetzt also auch schon... 13 Jahre. Deutlich 13 Jahre. Ja, genau. Und auch schon ganz schön lange, ja. Ist auch schon wieder nicht. Ich habe noch nie vorher in der Firma so lange gearbeitet wie jetzt in der eigenen. Sollte wahrscheinlich so weitergehen, oder? Das ist doch auch wünschenswert, oder nicht? Wäre schön, ja. Auf jeden Fall. Sie haben beim Fahrer gelernt? Nein, ich habe gelernt 2 Jahre bei der Firma Mönch in Überlingen am Bodensee. Die restlichen 1,5 Jahre bei der Firma Orgelbau Waltershausen in Thüringen. War dann nach der Ausbildung noch ein 1/2 Jahr weiter in Waltershausen, war dann noch 1/2 Jahr bei der Firma Schuster in Olbersdorf bei Zittau und bin dann seit, im Frühjahr 2005 bin ich hier in der damals noch Werkstatt meines Vaters mit eingestiegen als Mitarbeiter und habe dann eben 2007 die Firma komplett übernommen. Und war das schwierig, eine Lehrstelle zu finden? Von wann bis wann habt ihr dann die Lehrstelle von 2000 wahrscheinlich, oder? Ab 2000. Zu der Zeit war es noch relativ schwierig, eine Lehrstelle zu finden. Ja. Heutzutage ist es so, wenn man sich irgendwo als Lehrling bewirbt oder als fertiger Orgelbauer bewirbt, da kann man sich eigentlich aussuchen, wo man gerne arbeiten möchte. Das war damals noch gänzlich anders. War halt noch so eine Zeit, wo die Orgelbauer oder wo es nicht allen Orgelbauern unbedingt gut ging. Wo man schon gemerkt hat, es gibt im Markt gesamtdeutsch massive Überkapazitäten. Mhm. Weil also klar war, es wird irgendwie eine Gesundschrumpfung, wie auch immer man es nennen will, geben. Und da waren die Firmen einfach auch sehr zögerlich mit Ausbilden. Gleichzeitig war das aber noch eine Zeit, wo Handwerk noch sehr gefragt war. Sprich, wo sich auf die vergleichsweise wenigen Lehrstellen viele beworben haben. Heutzutage ist es andersrum. Heutzutage gibt es viel mehr Lehrstellen als Lehrlinge und die Kunst ist es, einen Lehrling zu finden. Ja. Und hat das nur dem Image zu tun oder womit hat es denn was zu tun, dass es heute so wenig Lehrlinge gibt oder so wenig junge Leute, die das möchten? Ja, ein Stück weit, wie es überall im Handwerk ist. Zum einen gibt es zu viele andere Berufe, die gut, mitunter einfach auch zu gut bezahlt sind. Zum zweiten ist Handwerk was, wo man eben richtig anfassen muss. Wo man auch mal ins Schwitzen kommt oder im Orgelbau, wo man auch mal im Winter in einer kalten Kirche ist, sprich auch mal friert, wo man auch mal schwer tragen muss, schwer heben muss. Wo man sich mal schmutzig macht. Und dazu kommt, dass halt Handwerk allgemein nicht unbedingt immer der best oder die bestbezahlte Branche ist. Mhm. Und der Orgelbau bildet einfach schlicht und ergreifend keine Ausnahme. Und wenn man sich dann aber anguckt, was so eine Orgel kostet, selbst was eine Orgelrestaurierung kostet, da schluckt man immer erstmal. Und wenn man dann sieht, was so wenig verdienen die Orgelbauer oder was bekommen die Mitarbeiter dann, dann stutzt man schon als zweites erstmal. Wenn man dann aber den ganzen Rattenschwanz, der da hinten dran hängt,
sieht, dann wird es eigentlich ganz schnell klar, warum das ist. Was kriegt denn hier ein Lehrling? Ein Lehrling kriegt im Orgelbau, das ist wirklich traurig, was ein Lehrling kriegt, ja. Gebe ich ganz offen zu. Im Augenblick, im ersten Lehrjahr, Moment, jetzt gibt es die Mindestausbildungsvergütung. Also im Augenblick orientiert sich der Orgelbau ganz straff an dieser Mindestausbildungsvergütung. Das geht jetzt, glaube ich, bei 520 Euro im ersten Lehrjahr los und steigt dann jedes Jahr um 100 Euro. Vor der Mindestausbildungsvergütung ging es los, so ungefähr die am schlechtest bezahlten Lehrlinge so bei 370, 380 Euro im ersten Lehrjahr im Monat. Ja, und das konnten sich viele schlicht gar nicht leisten auch, ne? Wenn man sich das nicht leisten kann, da gibt es natürlich noch so Sachen wie Ausbildungsbeihilfe, ja. Also ähnlich wie BAföG, ja. Sodass man davon schon am Ende trotzdem leben kann. Aber wenn man sich dann anguckt, was in anderen Berufen, selbst im Handwerk bezahlt wird, von der Industrie ganz zu schweigen, da ist der Orgelbau hinten runter. Aber einen Mitarbeiter würde ich trotzdem noch sofort einstellen, wenn es einen gäbe. Aber ja. Auch Orgelbauer, fertig ausgebildete Orgelbauer, auch die können sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Tatsächlich, ja. Die können sich aussuchen, will ich jetzt eher einen kleinen Betrieb haben oder will ich jetzt eher eine große Firma haben? Will ich jetzt in der ganzen Weltgeschichte rumreisen oder will ich lieber regional unterwegs sein, dafür aber jedes Wochenende auch zu Hause sein können? Das sind ja vor allem die Kirchen, die Auftraggeber, oder wer beauftragt das? Hauptsächlich sind es die Kirchen, genau, die einzelnen Kirchgemeinden. Gibt es dann immer eine kleine Ausschreibung zwischen ja, 3, 4, manchmal auch 5 Orgelbauern, je nachdem, was zu tun ist, Orgelreinigung, Reparatur, komplette Restaurierung oder alles Mögliche dazwischen oder Orgelumbau. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wo man ist. Hier im sächsischen Raum sind wir auch mit Orgelwartungen eigentlich sind auch die Kirchgemeinden mit Orgelwartungen sehr hinterher, dass einfach das Geld, was einmal in die Orgeln investiert wurde, dass der Wert auch erhalten bleibt. Ich sage immer so, wie man einmal im Jahr das Auto in die Werkstatt bringt. Es sollte näher wenigstens eben alle 2 Jahre mal der Orgelbauer in die Orgel reingucken. Und das sehen die meisten Kirchgemeinden inzwischen eben auch ein, weil sie genau wissen, wenn die Orgel umfangreicher kaputt geht, wenn da mehr dran zu machen ist, wissen wir nicht, wie wir das Geld zusammenkriegen. Je nach Orgelgröße 300 Euro, 4, 5, 600 Euro, auch bei manchen Orgeln auch 1000 Euro, die kriegen wir schon jedes oder jedes zweite Jahr irgendwie sinnvoll zusammen. Aber wenn es dann auf einmal heißt, wir müssen ja 6.000, 7.000, 8.000 Euro rein investieren, das ist dann für viele Kirchgemeinden tatsächlich ein Problem. Und deswegen sagen die halt, hat sich inzwischen zum Glück die Erkenntnis durchgesetzt, lieber ein bisschen mehr in die Wartungen investieren, als zu warten, dass da was richtig kaputt ist. Orgelneubau gibt es auch gelegentlich mal eine Idee, nennen wir es mal eine Idee. Man muss aber sagen, inzwischen sind wir beim Orgelneubau in Sachsen eigentlich fast komplett zum Stillstand gekommen. Gibt es nicht mehr, weil ja jede Kirche eine Orgel hat, mal besser, mal schlechter. Und inzwischen sind wir auch so, dass wir in Sachsen eher Kirchen schließen, wo dann natürlich Orgeln in der Regel übrig bleiben. Ja. Und wenn es einigermaßen vernünftige Orgeln sind, werden die aufgearbeitet und umgesetzt. Insofern ist der Bedarf nach neuen Orgeln einfach gar nicht da. Und Sie haben sich aber jetzt nochmal zurück zu Ihrer Lehre. Sie haben sich diese Firma da am Bodensee nicht wirklich ausgesucht, sondern das war einfach die, die einen Lehrling genommen hat. Na, ich habe so verschiedene Firmen mir angeguckt gehabt, habe mich dann auch bei einer ganzen Reihe dieser Firmen beworben und die am Bodensee waren die ersten, die gesagt haben, ja, machen wir. War durchaus auch eine sehr gute Firma, da kann man nichts gegen sagen. Das Problem war nur, dass denen ungefähr nach der Hälfte meiner Ausbildungszeit die eigene Arbeit ausging und die dann ganz viel nur noch für andere Firmen als Subunternehmer gearbeitet haben. Und das habe ich aber so ein bisschen kommen sehen und habe dann einfach geguckt, dass ich da einen Absprung finde und also haben die Lehre dort gar nicht zu Ende gemacht. Genau, und bin dann eben nach reichlichster Hälfte der Lehrzeit, also nach 2 Jahren, bin ich dann eben nach Waltershausen in Thüringen gewechselt und habe dort dann die Ausbildung zu Ende gebracht. Okay, verstehe. Und was war denn schön an der Ausbildung und was war denn schwer an der Ausbildung? Das Schöne an der Firma waren zum einen die Kollegen, die auch einfach nicht nur vor sich hingearbeitet haben und man lief als Lehrling mit, sondern die auch wirklich Wissen vermittelt haben, Wissen und Können vermittelt haben. Es war schön, dass man da auch so die ganze Bandbreite des Orgelbaus mitbekommen hat. Neu gebaut von der Schweizer Grenze bis hoch ins Rheinland. Ich habe da eine neue Orgel mit aufgebaut oder komplett mitgebaut in Allensbach am Bodensee. Ich habe eine neue Orgel mit aufgebaut. Das war gleich am Anfang meiner Lehrzeit in Karlsruhe. Ich habe eine neue Orgel komplett mitgebaut vom Bodenrahmen bis zum letzten Pfeifen in Buchenbach im Schwarzwald und ich habe genauso eine neue Orgel in den 2 Jahren mitgebaut, auch vom Bodenrahmen bis zur letzten Pfeife, die auch komplett mit aufgebaut und dann auch komplett in der Kirche mit intoniert die ganze Zeit in Leverkusen.
Das war schon spannend. Also da hat man wirklich die ganze Bandbreite des Orgelbaus selbst in den 2 Jahren gesehen. Mhm. Natürlich nicht alles gemacht. Sowas wie Metallpfeifen bauen habe ich in den 2 Jahren erstmal überhaupt nicht gemacht. Einen Balk habe ich in den 2 Jahren auch nicht gebaut, aber ich habe Windladen gebaut, ich habe Gehäuse gebaut, ich habe Holzpfeifen gebaut. Ich habe teilweise auch Trakturen gebaut, was also so schon mal ein paar wichtige Grundpfeiler des Orgelbaus waren. Ich habe dort auch schon zum einen in Allensbach und dann halt auch in Leverkusen mit die Orgeln intoniert. Sprich, wenn dann die Orgel technisch fertig dasteht, kommen dann die Pfeifen rein und dann hört man sich jede Pfeife nochmal an. Klingt die richtig? Ist die also zu laut, zu leise? Spricht die ordentlich an? Hat die die richtige Klangfarbe? Hat die irgendwelche störenden Nebengeräusche? Ist da irgendwas im Klang, was anders ist als bei den anderen Pfeifen? Das ist eigentlich nochmal richtig zeitaufwendig. Mhm. Man kann sagen, bei einer neuen Orgel braucht man da fast so lange nochmal wie für den technischen Aufbau. Und das ist das Schönste aber, weil es mit Musik auch zu tun hat. Was heißt, das ist das Schönste? Früher habe ich es überhaupt nicht gemocht. Und wenn man mir damals gesagt hätte, du wirst mal liebend gerne in der Kirche stehen und Orgeln intonieren, hätte ich eben gesagt, hier, du spinnst. Nie. Ich sage nicht, dass es das Schönste ist, aber ich mache es immer wieder sehr gerne. Das ist einfach was, was Spaß macht, wenn man sich da richtig schön reingearbeitet hat. Bei uns ist es halt auch viel Saisongeschäft, weil intonieren, stimmen und so weiter tun wir halt primär im Sommer, weil es da einfach von Temperaturen her in Kirchen annehmbar ist, wenn man jetzt in die Kirchen kommt. Da hat man 4, 5, 6 Grad. Da macht man das mal 2 Stunden, aber nicht den ganzen Tag. Und erst recht nicht über 3, 4 Wochen hinweg jeden Tag. Da hat man spätestens nach einer Woche sich so einen schönen grippalen Infekt eingefangen, dass man in der 2. Woche nichts macht. Sprich, wir machen das schon primär so ab Mitte, Ende April bis in den November rein. Muss das jedes Jahr wieder gestillt? Die Stimmung machen wir eigentlich so, je nachdem, was es für eine Orgel ist, wie sie genutzt wird, alle 2 Jahre. Manche Orgeln natürlich auch jedes Jahr, wenn das Orgeln sind, die extrem viel genutzt werden, die viel für Konzerte und so weiter genutzt werden. Da passiert es jedes Jahr. Ansonsten haben wir die meisten Orgelwartungen eigentlich im 2-Jahres-Rhythmus, was für die meisten Orgeln auch ausreichend ist. Dazu kommen ja aber jedes Jahr wieder Orgeln, an denen man arbeitet. Die man restauriert. Die man komplett überarbeitet, die man reinigt, was auch immer. Damit hat man jedes Jahr wieder Orgeln, wo man auch turnieren muss. Und da ist es natürlich schon so, dass man sich so am Anfang der Saison jedes Mal wieder reinhören muss. Aber das sind dann mal so 1-2 Tage und dann läuft das auch wieder. So, also jetzt nochmal zurück zur Lehre. Also in der Firma war besonders gut, dass sie viel, also große Orgeln mit bauen konnten und dass die Kollegen viel sie mit eingeweiht haben sozusagen. Und dann natürlich auch das ganze Umfeld Bodensee. Ist schön, ne? Das ist natürlich traumhaft. Ja, ich kenne Überlingen auch. Kann man nicht anders sagen. Ja. Und dann eben nach Waltershausen. Und wie war es in Waltershausen? In Waltershausen, eine Firma komplett anders, aber ja, eigentlich fast noch schöner. Von den Mitarbeitern her deutlich familiärer. Also das war wirklich so ein schöner Zusammenhalt und man kam da nicht einfach nur und ging dann zum Nachmittag und saß ich dann nie wieder. Da hat man auch mal was miteinander gemacht. Da waren es 3 Chefs, vollkommen anders. In Überlingen war es so, der Chef kam, ja so 13 Uhr, war dann aber auch bis Mitternacht in der Firma. Kam 13 Uhr, ging durch die Werkstatt und war dann nicht mehr gesehen im Normalfall. Hat praktisch nie mitgearbeitet. Gut, das waren zu Spitzenzeiten, waren das in der Firma über 20 Mitarbeiter. Da kommt man nicht mehr zum praktisch Mitarbeiten. Und das war in Waltershausen einfach vollkommen anders. Das waren 3 Chefs, die alle 3 aktiv mitgearbeitet haben. Aha. Die jederzeit genau wussten, was, wie, bei welchem Projekt gerade läuft, wie da ganz aktuell der Stand ist. Die mussten da keinen fragen. Das hat riesig viel Spaß gemacht. Klar, mir hat so die Umgebung Bodensee gefehlt. Ja. Dafür hatte man dort natürlich den Thüringer Wald vor der Nase. Genau, könnte man schon wandern. Das habe ich gerade an Wochenenden auch sehr rege genutzt. Und da war halt das schöne Waltershausen. Da gibt es so ein eigentlich ziemlich hässliches Plattenbaugebiet, wo ich auch gewohnt habe, weil es dort erstens überhaupt Wohnungen gab und zweitens Wohnungen, die vom Zustand her vernünftig waren und die man bezahlen konnte als Lehrling. Und in Thüringen, in Waltershausen fährt die Thüringer Waldbahn. Mhm. Und da konnte man dann sagen, ja, ich laufe jetzt hier eine schöne große Schleife irgendwie bis Friedrichroda oder nach Tabas und fahre dann mit der Waldbahn nach Hause. Und das habe ich relativ oft gemacht. Das war schön. Damit war man halt auch nicht gezwungen zu sagen, ja, ich muss irgendwie ein großes Ringchen laufen oder was, dass ich wieder nach Hause komme. Sondern man könnte einfach, zack, solange man wollte. Da gibt es Orgelbauer in Thüringen oder gab es Orgelbauer in Thüringen, die haben bei jeder Orgel wirklich das Rad neu erfunden. Da gruselt es einfach manchmal ein bisschen, aber das sind Orgeln, weil sehr individuell sind, oder was? Die machen wirklich riesig Spaß, weil es eben individuell ist und weil sie oft auch nicht so schlimm verbastelt sind.
Da reibt man sich die Augen. Und was haben die für Arbeiten gemacht? Haben die auch einen Neubau gemacht? Die haben auch einen Neubau gemacht. Auch Neubau, ja. Und die haben aber auch viel restauriert. Ich habe mit denen auch immer noch, in Kontakt. Und was haben Sie bei den Waldershäusern gelernt? Und da habe ich dann eben so das, was ich sonst noch nicht gemacht hatte. Also Bälge bauen, Blasebälge bauen. Das ist ja was im Orgelbau nach wie vor wichtig ist. Mhm. Metallpfeifen bauen. Dann habe ich natürlich weiter ganz viel Holzpfeifen gebaut. Auch in allen möglichen und unmöglichen Sonderbauformen. Das ist halt so, wenn man jetzt Orgeln restauriert, ist es eigentlich normal, dass Pfeifen fehlen. Oder manchmal auch ein ganzer Abschnitt Pfeifen, die dann, wenn es richtig gründlich gemacht wird, wieder nachgeschaffen werden müssen in der historischen Bauweise. Und dann war das irgendwann so, immer wenn Holzpfeifen fehlen, egal was für Bauweisen, das landet immer bei mir auf der Orgelbank. Christoph, mach mal, da fehlt uns das, da fehlt uns dieses, da fehlt uns jenes. Problem ist natürlich, wenn man so einzelne Holzpfeifen baut, das dauert, verglichen, wenn man ein ganzes Register baut, quälend lange. Wenn ich jetzt so eine Pfeife hier neu bauen will, brauche ich da ungefähr 4 Stunden dafür. Na, und das ist doch weil sie es besonders gut gemacht haben, oder nicht? Das hat aber auch Spaß gemacht, weil man dadurch einfach unheimlich viel gelernt hat. Natürlich auch immer besser wurde. Wie ist es dann weitergegangen? Dann sind Sie doch in Waldershausen auch wieder weggegangen. Dann habe ich dort noch mal dort mein Gesellenstück gebaut. Ach ja, und was war denn das Gesellenstück? Das Gesellenstück war eine Windlade, die ist eingebaut in der evangelischen Kirche in Wermbach in der Rhön, im Brustwerk. Die habe ich als Gesellenstück gebaut. Es gibt in Deutschland bis jetzt 2 Möglichkeiten der Gesellenprüfung von Orgelbauer. Einmal in Ludwigsburg, da nimmt das die Handwerkskammer Stuttgart an. Oder bei der Kreishandwerkerschaft Barnim in Eberswalde. Zu meiner Zeit waren das zumindest so die 2 Hauptgesellenprüfungen. In Eberswalde, da kann man richtige Gesellenprüfungsstücke aus der Produktion einreichen. Und da habe ich eben eine Manualwindlade gebaut, eine Oktave Metallpfeifen und eine Oktave Holzpfeifen. Und dann gab es noch eine Arbeitsprobe, die war dann am Tag der Prüfung abzulegen. Und als ich mit der Windlade kam, meinten sie so bei der Prüfungskommission, schön, wenigstens einer, der was Richtiges mitbringt. Weil es zu DDR-Zeiten nämlich so üblich war, dass man als Gesellenstück immer eine Windlade gebaut hat. Und das ist heute nicht mehr so? Und das ist heute eben ganz selten, eben wieder vor dem Hintergrund, es werden wenig neue Orgeln gebaut. Das heißt, die Ausbildung war zu DDR-Zeiten auch gut? Die Ausbildung war zu DDR-Zeiten auch gut, eigentlich sogar besser als heute. Wenn nämlich zu DDR-Zeiten den ganzen Berufsschulunterricht Orgelbaumeister richtig aus der Praxis gemacht haben. Ah, okay. Da hat jeder VEB, gab es in Bautzen Eule, in Dresden Jämlich, in Potsdam Schucke und in Frankfurt Oder Sauer, waren VEBs. Orgelbau, ja. Und die haben jeweils einen aus ihrer Werkstatt, mal aus der Werkstattleitung abgeordnet, in die Berufsschule nach Joachimsthal zum Unterrichten. Mhm. Und das waren dann immer in den Winterferien, wenn dort die Winterferien waren. Dort war eine, ich glaube, das war eigentlich eine Tischlerausbildungsstätte. Mhm. Und wenn Winterferien waren, war dort frei. Das waren ja immer 3 Wochen in der DDR. Mhm. Dann haben die noch irgendwie 1-2 Wochen drangehängt. Und dann haben die sich da oben in Joachimsthal getroffen zum Theorieunterricht. Und im Sommer, glaube ich, auch nochmal irgendwie. Dadurch, dass das halt Leute richtig aus der Praxis waren, wussten die auch, was gerade so los ist. Ja, und dadurch war einfach die Praxisnähe zu DDR-Zeiten viel größer. Ja. Und dazu kam, zu DDR-Zeiten lief es eigentlich so, jeder, der Orgelbauer gelernt hat, hat vorher schon mal eine Tischlerausbildung gehabt. Egal, ob als Möbel oder als Bautischler. Hatte damit aber so die ganzen Grundlagen für die Holzverarbeitung, hat er in der Regel schon gehabt. Und das ist heute natürlich auch nicht mehr so. Orgelbau ist ein ganz normaler Ausbildungsberuf. Und man kann nach der 10. Klasse, in manchen Bundesländern nach der 9. Klasse, sich als Orgelbauer, als Lehrling bewerben. Wenn man Glück hat, kriegt man eine entsprechende Stelle. Ja, und der muss dann natürlich von der Pike auf alles lernen. Der muss die gesamte Holzverarbeitung lernen. Der muss, was einem sonst halt dieses... Die Tischlerausbildung zu DDR schon abgenommen hat. Aber das haben Sie auch nicht gemacht, ne? Tischler nee, ich habe es tatsächlich auch so gemacht, dass ich alles lernen musste in der Berufsausbildung. Natürlich konnte ich mit Holz schon ein bisschen was anfangen. Ja. Man ist ja quasi in der Werkstatt groß geworden. Ja, genau. Und das Gesellenstück haben Sie es zusammen mit Ihrem Vater gemacht oder haben Sie es alleine gemacht? Das Gesellenstück ist eben dann Waldershausen entstanden. Ach, das ist in Waldershausen entstanden, okay. Genau, und das Schöne ist, wann 2004 war die Gesellenprüfung im Januar. 2008, würde ich sagen, haben wir hier als Firma Rühle in der Rhön
nicht weit entfernten Orgel restauriert, wo ich alle 2 Jahre zur Wartung hinfahre. Und jedes Mal, wenn ich dann dort in der Rhön bin, fahre ich natürlich mal nach Dernbach zur evangelischen Kirche mal gucken, ob die Orgel noch da steht. Ja. Genauso haben wir auch in Köln und in Bonn jeweils eine eigene Orgel neu gebaut. Immer wenn ich in Köln zur Orgelwartung bin, fahre ich dann mal nach Leverkusen. Mhm. Nach dem Motto, was macht denn meine letzte Mönchorgel? Mhm. Und ich will mal gucken, dieses Jahr werde ich wahrscheinlich noch eine andere Veranstaltung in Köln mit dranhängen. Und dann werde ich mal ein bisschen mehr Zeit mir in Leverkusen nehmen und will mal bei dem Kantor klingeln, ob ich mal in die Orgel reingucken darf. Weil mich das natürlich schon interessiert. Aber was damit geworden ist, inzwischen, wie die aussieht. Inzwischen jetzt 18 Jahre später, die ist ja jetzt auch schon 18 Jahre alt. Leverkusen? Ja, 2002 eingeweiht, genau. Mhm. Denn das war wirklich so, dort, ich war bei dem Orgelbau in der Werkstatt vom Anfang bis Ende dabei. Mhm. Und ich war auch beim Orgelaufbau, vom Bodenrahmenlegen bis zur Intonation der letzten Pfeife mit dabei. Mhm. Und das Lustige war, es gab eine Festschrift für die Orgelwald. Vorne und hinten drin eine Bilderseite so zum Aufklappen. Mhm. Wo vorne sind viele Bilder aus der Werkstatt drin. Mhm. Und hinten drin so vom Aufbau. Vom Aufbau, genau, von der Montage. Und es sind natürlich auch ein paar Orgelbauer drauf. Und der einzige Orgelbauer, der zur Orgelweihe auch da war, war ich. Mhm. Und wir haben auch bis Freitag intoniert. Und Sonntag war die Orgelweihe. Da hieß es gleich so, naja, du bleibst dann da und fährst dann am Sonntagabend mit dem Chef heim. Und das war die Firma in Waltershausen? Oder? Nee, das war die in Überlingen. Ach, in Überlingen. Ja, und mit den Waltershäusern, da habe ich sowieso noch eben immer wieder Kontakt, weil wir in Thüringen natürlich auch immer mal unterwegs sind. Und also es ist ein kollegialer Umgang untereinander. Ja, genau. Ja, also die Konkurrenz oder der Wettbewerb macht nicht, dass die Beziehungen kaputt gehen. Das ist ja auch richtig. Genau, ja. Zumal es im Augenblick halt so ist, dass wir alle eigentlich genug zu tun haben. Und das erleichtert das natürlich. Kaum jemanden im Orgelbau, jetzt so Sachsen, Thüringen in der Region gibt, der wirklich Schwierigkeiten hat. Verstehe. Die Auftragsbücher sind bis Ende des Jahres voll, sozusagen. Bis Ende nächsten Jahres. Bis Ende nächsten Jahres, so gut. Das ist ja wirklich Wahnsinn, ja. Und für 2022 gibt es auch schon einiges, was sich da so abzeichnet. Also ich mache mir im Augenblick, was das betrifft, tatsächlich. Oh, das ist sehr, sehr schön, ja. Einerseits, es ist herrlich, es ist auch beruhigend. Andererseits macht es auch so ein bisschen die Flexibilität kaputt. Das Problem ist, wenn man komplett voll ist und den Kunden dann sagen muss, hab da keine Zeit, dann läuft man natürlich immer auch Gefahr, dass die Kunden sagen, dann gucken wir mal woanders. Also jetzt nochmal zurück, irgendwann musste es ein Meister machen oder mussten sie keinen Meister machen? Das ist nicht nötig. Das war zu meiner Zeit gar nicht nötig. Ich habe den Meister angefangen, ich habe die theoretische Meisterprüfung alles fertig, aber ich habe noch kein Meisterstück gebaut. Und man muss ganz ehrlich auch sagen, wenn man schon eine eigene Firma hat, man hat eigentlich gar nicht die Zeit dazu, einen Meister zu machen. Hm. Weil da so viel dranhängt und was letzten Endes auch immer mehr wird, als ich die Firma von meinem Vater übernommen habe. Oder andersrum, ich habe jetzt mal ein bisschen Archiv aufgelöst und also so hier so alte Firmenunterlagen, Rechnungen und so weiter, also Eingangsrechnungen. Und da sind mir noch Lohnabrechnungen von 2003 und 2004 in die Hände gefallen. Das konnte man damals noch handschriftlich machen. Da hatte eine Lohnabrechnung 8 Zeilen. Da war alles drauf. Als ich das übernommen habe von meinem Vater, musste man das schon elektronisch machen mit dem Lohnabrechnungsprogramm. Damals hat das so für 3 Mitarbeiter näher eine Viertelstunde gedauert. Inzwischen braucht man für 3 Mitarbeiter, muss man rechnen, also unter einer halben Stunde das zu schaffen, ist eigentlich kaum noch möglich. Es passt gerade so noch alles auf eine A4-Seite. Aber gerade so pro Person, pro Mitarbeiter, genau. Dann heißt es immer, ja, wir wollen die Firmen entlasten und deswegen machen wir jetzt das und das. Das ist in 95% der Fälle keine Entlastung, zumindest vor allen Dingen nicht für die kleinen Betriebe, sondern eine zusätzliche Arbeitsbelastung. Ich bin nebenher auch Innungsobermeister der Musikinstrumentenbau. Habe ich gehört. Als Innung machen wir alles. Orgelbauer, Klavierbauer, Blasinstrumentenbauer, Geigenbauer, Bogenbauer. Ich glaube, wir sind jetzt noch 16 Mitglieder in der Innung. Und in der Handwerkskammerliste sind insgesamt 74. Also der Organisationsgrad könnte höher sein. Wir sind gerade dabei, wieder ein paar mehr zu werden. Wir müssen trotzdem gucken, dass wir wieder mehr werden. Und warum gehen die Leute nicht in die Innung? Das Gemeinschaftsgefühl bei vielen jungen Kollegen ist tatsächlich so dieses, wir wollen was gemeinsam machen weg. Die wollen alle nur für sich. Ja. Und letzten Endes über die Innung lernt man halt auch Kollegen kennen,
andere Fachgebiete oder andere Musikinstrumente. Ja. Und damit lernt man auch mal über den Tellerrand zu gehen. Na klar. Wie würden Sie denn sagen, die meisten Instrumentenbauer geht es nicht so gut wie den Orgelbauern, ne? Ist ganz unterschiedlich. Im Dresdner Raum geht es den meisten Instrumentenbauern, die in der Innung sind, sprich mit denen ich auch Kontakt habe, schon einigermaßen gut. Da gibt es im Augenblick wenige, die wirklich jammern. Das hängt einfach damit auch zusammen, wir haben ja in Dresden unheimlich viele in der Umgebung unheimlich viele Orchester und Musiker, die alle Musik machen, alle irgendwie Instrumente haben. Mhm. Und die müssen sich die reparieren lassen. Da muss auch mal was passieren. Ja. Wenn man jetzt so in die flache Provinz kommt und da einfach nur so ein kleiner Instrumentenbauer ist für, was weiß ich, Trompeten oder Geigen oder was auch immer. Und dann nicht irgendwie entweder einen richtig spitzenmäßigen Ruf hat, dass die Leute aus einer großen Umgebung zu einem kommen oder ein ganz bestimmtes Alleinstellungsmerkmal, dann ist es schwierig. Also ich weiß, es gibt so in der Fläche natürlich auch einige Klavierbauer, die einfach so Land auf, Land ab die ganzen Klaviere stimmen und reparieren. Aber wenn man jetzt, was weiß ich, in Riesa ist und sagt, ich brauche einen Trompetenbauer, dann hat man trotzdem die Wahl, entweder nach Dresden oder nach Leipzig zu fahren. Gibt's nicht. Und ich habe einen Kollegen eben in Zittau, der spielt Fagott. Wenn an dem irgendwas zu machen ist, fährt er nach Leipzig. Und das ist halt von Zittau nach Leipzig, ist es weit, nicht mal eben um die Ecke. Ja, aber war das früher anders? War das gleichmäßiger verteilt über die Fläche? Nee. Es gab früher ein paar mehr, ja. Es war zu DDR-Zeiten oder was? Ja, platte Land war immer schlecht versorgt. Ist ja logisch, ja. Sowas, das gab es nicht, gibt es nicht so viele Instrumente, ja. Weil das auch nicht so wirklich VEB-mäßig organisiert war, sondern weil das wirklich alles Privatfirmen waren. Das ist jetzt, wird jetzt tatsächlich auch weniger, weil halt viele Kollegen einfach auch in einem Alter sind, wo sie dann auch sagen, wir gehen jetzt in Rente. Ja. Das ist genauso bei uns im Orgelbau-Zulieferbereich. Uns gehen jetzt so viele Zulieferer, brechen uns jetzt weg, weil die in Ruhestand gehen. Tatsächlich, und weil die keine Nachfolger finden. Und es gibt in Leipzig einen Klaviaturenbauer, der macht nichts anderes, als Jahr aus Jahr ein Klaviaturen für Orgeln zu bauen. Der hört Mitte dieses Jahres auf. Altersmäßig. Es gibt oder gab in Zwota im Vogtland eine Firma, die hat technische Saiten gemacht, so Darmsaiten und sowas. Mhm. Unter anderem haben die auch uns Orgelbauer beliefert. Ich habe heute bei denen durch Zufall bin ich auf die gekommen, habe gleich mal geguckt, was die Preise machen oder wollte gucken. Sagt mir Google, dauerhaft geschlossen. Es gibt in Markleberg eine Firma, ich überlege gerade, er ist inzwischen 80, seine Frau ist Mitte 70. Die bauen für uns Orgelbauer so kleine Ledermembranen. Sind eigentlich auch alles Handwerker, ne? Sind letzten Endes auch Handwerker. Ja. Er ist zumindest auch gelernter Orgelbauer. Aha. Also die machen alles, was so klein aus Leder ist. Warten Sie, da habe ich... Sowas hier, das ist eine kaputte natürlich. Sowas beziehen die neu mit Leder. Die machen hier alles neu dran, außer dem Holzkörper. Sonst ist es komplett neu. Und dann basteln die auch solche kleinen Ledermembranen hier für pneumatische Orgeln. Habe ich letztens mit dem telefoniert und da meinte die Frau Marger so, zum Jahresende hören wir auf. Sie hat aber schon angedeutet, dass es einen Nachfolger geben wird. Wir sind ja schlussendlich Weltkulturerbe. Toll. Wir können eigentlich uns alle ranschreiben, willkommen im Weltkulturerbe. Es gibt ja überall auf der Welt, weil Sie das ja vorhin auch gesagt haben, deutsche Orgeln sozusagen in den christlichen Kirchen, die es überall gibt. Da ist Deutschland der Marktführer weltweit, schon rein aus traditionellen Gründen. Ja. Wenn sich irgendwo eine koreanische Gemeinde eine Orgel bauen lässt, dann kommt die in 90% der Fälle aus Deutschland. Ist das hier erfunden worden, der Orgelbau? Nee, erfunden nicht. Worden ist es eigentlich in Ägypten. Die Deutschen und die Franzosen, die Weltmeister eigentlich im Orgelbau sind. Ansonsten werden noch viel Orgeln gebaut in der Schweiz, in Italien, auf deutlich niedrigerem Niveau schon in Österreich und in den USA. Das sind eigentlich so die 6 Länder, die den Orgelbau beherrschen. Man weiß natürlich immer nie, was die Zukunft bringt. Im Augenblick sieht es für die meisten Orgelbauer, auch bei mir, relativ gut aus. Aber es kann natürlich keiner sagen, was in 5 Jahren ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Falls dem so ist, gib uns gerne eine Bewertung. Noch mehr Handwerksgeschichten findest du in unseren Broschüren, die du kostenlos auf unserer Website herunterladen kannst. Und jeden Dienstag hier als Podcast. Bis bald und alles Gute. Tschüss.